Ob der Verfasser dieses Graffiti im leerstehenden Mainzer Kulturzentrum damit rechnete, von Oberbürgermeister Ebling so wörtlich genommen zu werden, ist unbekannt. Doch schon lange bekannt ist, dass die große Halle des Kutz abgerissen wird und die Räume des Gebäudes saniert und neu gestaltet werden. Am 16. Mai, rund 17 Monate nach Schließung, war nun offizieller Baubeginn. Wir wollen, dass Kutz Kutz bleibt, wir wollen, dass es hier bleibt, hier gehört es hin, hier ist es entstanden. Und deswegen ist es schon auch sehr befriedigend, dass wir jetzt wirklich offiziell einen Baustart gemacht haben, nach langen Antragsverfahren, wie das immer so ist beim Bauen. Denkmalschutz muss mitreden und noch viele andere. Aber jetzt geht es tatsächlich los und Ende 18 wird es ein verändertes, aber altbekanntes Kutz geben. Der Wegfall der großen Halle soll den Möglichkeiten des Kutz als Raum für Musik, Theater und Kultur kein Defizit bringen. So wird aus ehemaligem Foyer und kleiner Halle durch Entfernung einer Wand eine neue, auf ca. 1000 Personen ausgelegte Veranstaltungshalle werden. Zusätzlicher Raum wird im oberen Stockwerk geschaffen, das dann auch durch ein weiteres Treppenhaus und zwei Aufzüge bequem und wie das gesamte Gebäude barrierefrei zu betreten sein wird. Ich glaube, das ist die optimale Lösung. Es ist, wir haben einen kleinen Raum, da können wir mit vielen Initiativen zusammenarbeiten. Wir können bestuhlte Konzerte anbieten, Lesungen, Kleinkunst. So die nicht kommerziellen Veranstaltungen, die, glaube ich, einen großen Raum oder die sollten wieder einen großen Raum im Kutz bekommen. Dennoch, auf ein kleines Defizit müssen sich künftige Kutzbesucher jetzt schon mal einstellen. Der wunderschöne Wilde Wein an der Außenfassade wird bei der Eröffnung Ende 2018 nicht mehr vorhanden sein.